Großartiger Start in diese Saison für die Mannschaft. Wenn sie dieses Niveau hält, dann holt sie den Titel. Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Er attackiert ihn, er will den Ball. Marco Reus. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Die Flanke kommt gut. Zu früh gestartet, abseits. Walter Samuel. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Meiler mit der Chance. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh! Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Er könnte passen. Neben den Kasten. Palacio, die verstehen sich blendend. Schmelzer. Marco Reus. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Cambiasso am Ball. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Das wird ganz gefährlich. Mal nur abgewehrt. Da war er wieder, der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Hernández. Palacio. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Wunderbarer Pass. Geht er rein? Ball war im Aus. Es muss Eckball geben für Inter Mailand. Den gibt's auch.
Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Palacio. Kiel. Oh, zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Ein weiter Pass auf Rodrigo Palacio. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Keine Sekunde hat er gezögert, der Schiri. Er zeigt auf den Punkt. Sicher und professionell verwandelt dieser Elfmeter. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Der Schiedsrichter lässt anstoßen. Das war die Führung für Inter Mailand. Bender. Der Kampf für die Befreiung des Balles war Freistoß. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen. Da muss man kompakt stehen. Da sind ja riesen Lücken dahin. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Warum macht er dieses Ding nicht rein? So viel kriegt er davon nicht im Spiel. Weil er sich einfach nicht richtig zum Ball stellt. Und das ist dann von der Schusstechnik her einfach nicht würdig. Den muss er ganz anders nehmen. Palacio. Eine klasse Tat. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne, Eckstoß für Inter. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Ja! Kann er diese Flanke verarbeiten? Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Jetzt könnte es gefährlich werden. Achtung, jetzt! Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Subotic! Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter, danke. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Gündogan. Jetzt greift er ihn an. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. In der Mitte, da warten sie schon. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Natürlich muss er das pfeifen. Aber er muss doch nicht die gelbe Karte zeigen. Völlig überzogen und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck. Denn diese Linie muss er jetzt durchhalten.
Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Ein paar mehr Tore, das wäre es gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Ja, da kommt was auf uns zu. Gefährliche Flanke. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Bender. Schmelzer. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wer hier als Sieger vom Platz geht, ich sag's Ihnen, ich weiß es nicht. Im Mittelfeld. Gündogan. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ein weiter Pass auf Rodrigo Palacio. Das ist es! Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein weiter Pass auf Rodrigo Palacio. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Die Chance! Da wird der Trainer zufrieden sein. Hat sich den Ball auf dem Flügel zurückerobert. Und Achtung, der könnte passen. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Und jetzt startet der Kollege durch. Und Achtung, genau hingeschaut. Reus. Kowski bewegt den Ball. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Hernanes. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Die Flanke kommt gut. Jetzt schießt er und sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Jetzt gehen sie aber Risiken ein da hinten. Aber hier noch mal im Glück, abseits. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Kiel. Das ist ein
gutes Zweikampfverhalten. Da hat es der Gegner wirklich schwer, an ihm vorbeizukommen. Tolle Flanke. Marco Reus. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Erklärt der Mann auf der Linie zum Eckball. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gutes Tackling auf der Außenposition. Kehl. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Trainer ist sauer, da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Wojciechowski bewegt den Ball. Ja, da kommt was auf uns zu. Jetzt startet er durch. Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht, dass das abseits war. Und dass die da unten jetzt sauer reagieren, das kann ich voll verstehen. Hernanes. Sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Herrliche Flanke. Pfosten und. Also überhaupt keine Frage, da muss er natürlich mehr draus machen, aber wir reden über Druck und der ist da. Es ist noch Zeit, zumindest für einen Angriff. Vielleicht fällt jetzt doch noch das entscheidende Tor. Und da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Ja, da kann man schon von Fahrlässigkeit im Abschluss sprechen. Mal ganz ehrlich, den Sieg hatte letzten Endes auch keiner verdient. Logisch, dass diese Partie dann unentschieden endete.